Ich meine, bei uns ist das Essen ja etwas schwerer und hier ist es immer so angenehm, so leicht. Da hat man auch das Gefühl, dass man nicht gleich 3 Kilo schwerer ist am nächsten Tag. Aber es ist natürlich nicht nur das Essen, es sind auch die Menschen. Ich habe ja hier immer noch sehr, sehr viele Freunde, sehr, sehr viele Fans. Und was mich auch immer wieder beeindruckt ist, wenn man die Freundlichkeit, die Höflichkeit der Menschen, und das war ja etwas, was mich schon während der Weltmeisterschaft so beeindruckt hat. Und deswegen komme ich immer wieder sehr, sehr gerne nach Japan. Ich glaube, dass die japanischen Fans sehr begeisterungsfähig sind. Und, aber es ist jetzt nicht so, dass die, ich sag's mal vorsichtig, dass die jetzt aufdringlich werden. Also es gibt ja sicherlich auch andere Länder, da könnte ich mich kaum bewegen, weil die Leute halt dann doch sehr körperlich werden, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, es gibt immer so einen Respekt. Es gibt immer so einen Respekt und eine Höflichkeit, eine Freundlichkeit. Und ich habe damals gesagt, bei der Weltmeisterschaft 2002, mich hat man ja oft gefragt, naja, warum habe ich denn da so gut gespielt? Und ich habe dann häufig auch geantwortet, weil ich mich in diesem Land, hier in diesem Land, so wohl gefühlt habe. Und ich glaube, das, das ist etwas, was mich immer wieder doch sehr beeindruckt. Gerade auch, kann man ja auch ruhig mal ansprechen, in einer Welt, in der ja der Respekt untereinander irgendwo immer mehr nachlässt. Ja, und hier hat man eben dieses Gefühl, dass diese Werte oder dieser Wert des Respekts doch immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ich arbeite ja fürs Fernsehen und wir haben die ganze Fußball-Weltmeisterschaft natürlich übertragen in Deutschland, was ja nicht so einfach war, wenn dann auch die deutsche Mannschaft relativ schnell ausgeschieden ist. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, einfach auch für den japanischen Fußball. Und wenn alles einigermaßen normal gelaufen wäre, wären sie ja jetzt zum ersten Mal auch ins Viertelfinale gekommen. Wir hatten also dann auch schon sehr, sehr viel Pech gegen die Belgier. Aber man sieht einfach auch eine Art taktische Weiterentwicklung. Man sieht, dass der Fußball auf einem Niveau ist, der absolut konkurrenzfähig geworden ist. Hatten die eigentlich die Japaner, der Trainer war ein Japaner, ne? Der Nationaltrainer. Genau, das haben wir nämlich auch noch diskutiert. Viele Nationalmannschaften verpflichten ja auch immer Trainer aus dem Ausland, also andere Nationalitäten als Trainer. Und ich glaube, dass es aber immer wichtiger sein wird, dass auch der Nationaltrainer aus dem eigenen Land kommt, dass also der Nationaltrainer auch Japaner ist. Warum? Weil er die Mentalität der Spieler besser kennt. Und es war einfach schade, dass 2-0 gegen die Belgier geführt zu haben und es nicht geschafft zu haben. Ist aber auch gleichzeitig wieder Motivation, dass man auch gegen die ganz Großen gewinnen kann. Boah, da gibt es natürlich da gibt's sehr, sehr viele Gründe. Ich versuche es jetzt mal rein aufs Sportliche, also rein auf den Fußball zu reduzieren. Der Hauptgrund war eine fatal schlechte Chancenverwertung. Das heißt, die deutsche Mannschaft hat von den ganzen statistischen Zahlen bessere Werte, muss man sich vorstellen, bessere Werte wie bei der letzten WM, wo sie Weltmeister geworden sind, bei vielen statistischen Zahlen. Aber ein Hauptgrund war, und so ist es ja mal im Fußball so, wenn ich die Tore nicht mache, passieren genau solche Dinge. Und der Hauptgrund war eine ganz, ganz, ganz schlechte Chancenverwertung, ne, nennt man das. Die Tore nicht zu machen. Viele Chancen zu haben, keine Tore zu machen. Die wichtigste Eigenschaft für einen Torhüter ist die Konzentrationsfähigkeit und mit Fehlern, die unvermeidlich passieren bei diesem Torspielerspiel, mit diesen Fehlern umgehen zu können. Genauso wichtig ist es heute auch, es gibt ja auch Zahlen darüber, dass der Torhüter pro Spiel hat er ja nur ganz wenige Aktionen, wo er Bälle abwehren muss.
Und er hat unglaublich viele Aktionen im modernen Fußball, wo er Fußball spielen muss. Ja, das heißt, der moderne Torhüter steht ja nicht mehr im Tor, sondern er ist ja mittlerweile ins Spiel integriert. Das heißt, die Fähigkeit, Fußball spielen zu können, ist auch enorm wichtig geworden. Wie man bei Manuel Neuer sieht, der das, oder Marc-André Ter Stegen, die ja problemlos auch im Feld mitspielen können. Ich habe meinen Fokus oder die Konzentration sofort wieder nach vorne gerichtet. Sofort wieder auf das Spiel, nicht zurück. Nicht nach hinten, ja. Ich habe nicht nach hinten gedacht und Gott, was, moje und dies. Und ich habe sofort wieder nach vorne gedacht. Und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, dass der Fehler ist nicht so, ist nicht das Problem und ist auch nicht so schlimm. Sondern wichtig ist, jetzt die Herausforderung anzunehmen und trotzdem unbeeindruckt weiterzuspielen. Ja, natürlich sind das immer die großen Erfolge, die man irgendwo im Kopf hat. Es gibt aber auch kleinere Dinge, die ich nicht vergessen habe, wie zum Beispiel, als ich noch gar nicht bei Bayern München gespielt habe, sondern mal beim ersten Club, wo ich ja herkomme, beim Heimatclub sozusagen, Karlsruhe. Und zwar, da haben wir mal im UEFA Cup gespielt. Ja, damals hieß es noch UEFA Cup, heute heißt es ja Euroleague. Und wir haben in Valencia, das war glaube ich 1993, wir haben in Valencia 3-1 verloren und haben das Heimspiel in Karlsruhe 7-0 gewonnen. Und noch nie habe ich eine solche echte Freude und Begeisterung im Stadion gespürt, wie in diesem Moment. Was heißt noch nie, sondern diese Freude, die werde ich nie vergessen der Leute, weil die kannten das ja nicht. Für Karlsruhe war das ja ein gigantischer Erfolg. Also es sind nicht immer nur die ganz großen Erfolge, an die man sich erinnert, sondern auch so kleine Momente, die fantastisch schön sind. Also im Moment, für mich Priorität hat im Moment absolut meine ganzen unternehmerischen Dinge. Alles, was ich so als Entrepreneur mir jetzt aufgebaut habe. Und das ist jetzt das, wo ich meinen ganzen Fokus drauf richte. Vielen Dank. Okay. Dankeschön. Thank you. Huh? Gracias. Okay. Perfekt.